Es ist kurz vor 8 Uhr. Soeben erreichen die ersten Zubringerbusse den Hof, mit denen unsere Mitarbeiter zur Werkstatt befördert werden. Insgesamt erreichen so etwa 200 Mitarbeiter jeden Morgen ihren Arbeitsplatz. Zurzeit sind etwa 10 Fahrzeuge von 6 verschiedenen Bus- oder Taxiunternehmen im Einsatz. Dabei werden die einzelnen Linien Jahr für Jahr neu ausgeschrieben. Mitarbeiter, die ganz spezielle Bedürfnisse haben, werden mit Taxen bis vor die Haustüre gefahren und sie können dort mit den Rollstühlen von dort direkt in die Werkstatt gehen. Der Berufsbildungsbereich ist ein übergreifender Bestandteil unserer Werkstätten. Vom Eingangsverfahren bis zur Übernahme in den Arbeitsbereich wird jeder Teilnehmer durch seinen Bildungsbegleiter über 2 Jahre hinweg in seiner beruflichen und persönlichen Entwicklung individuell unterstützt und gefördert. Um berufsbezogene Lernangebote durchzuführen, bieten wir im Berufsbildungsbereich verschiedene Ausbildungsrahmenpläne an. Diese dienen zur Feststellung der persönlichen Kompetenzen und Neigungen. Gleichzeitig entstehen die ersten Ideen für das individuelle Berufsbild der einzelnen Teilnehmer. Unterstützt wird der Berufsbildungsbereich durch die entsprechenden Produktionsstätten der Werkstatt und Partner des ersten Arbeitsmarktes. Wie verhält man sich oder wie würde man sich zum Beispiel verhalten, wenn es hier brennt? Was würdest du machen, Thorsten? Feuerwehr rufen. Das ist eine ganz tolle. Der Unterrichtsraum, Norbert? Und die Lehrküche vervollständigen das Bildungsangebot. Jede Farbe, die Sie hier sehen, steht für einen bestimmten Arbeitsbereich. Und anhand der Farbe kann man sich im Gebäude hervorragend orientieren. Also Michael, wie sieht es aus an der Straße? Ist das Material schon da? Nein, da fehlt noch was. Bevor es so richtig losgeht, wird die Auftragslage besprochen und der Tagesablauf geplant. Ich mache Tauschen für Pufferlager. Den Hessen muss aber erst 500 die Anschlusswinkel wieder da sein. Aber jetzt mache ich erst Montage und Verpackung. In unserem Montage- und Verpackungsbereich konfektionieren wir hauptsächlich Zubehörteile für Garagentore. Schrauben, Dübel, Montagewinkel, Laufrollen, alles wird von unseren Mitarbeitern mit höchster Perfektion montiert und verpackt. 41 Blechschrauben habe ich jetzt drin, jetzt kommen 2 Muttern und 2 andere Schrauben rein und da haben wir das Endergebnis 48. Ich heiße Thomas Unnitzing. Ich bin seit 2004 in der Verpackung tätig, erst in Wesel und dann in Rees. Ich arbeite hier an die Zermelnit-Maschine und wir herstellen die Zermelnit-Produkte für die Garagentore. Mein Name ist Stefanie Schlappko, ich erkläre jetzt die Stoßdämpferkonsolen. Jetzt genau kontrolliert, dass die auch richtig zwischen der Stange und dem Loch die Tüte liegt und dann werden die so draufgelegt. Der Folientunnel presst dann die Folie auf die Stoßdämpfer, hier nochmal geschnitten in die einzelnen Teile und werden vorne dann abgenommen. Ich heiße Heiko Spiekermann. Ich arbeite seit knapp 3 Jahren hier in der Werkstatt und das ist meine Aufgabe. Ich mache jetzt hier so einen Zettel rein, das ist wichtig für mich. Dann habe ich den Endkontrollprozess abgeschlossen. Zettel damit drauf und meine Prüfnummer. AGIF 9. Wir befinden uns jetzt in einer weiteren Arbeitsgruppe mit intensiver Förderung. Hier finden Menschen einen Arbeitsplatz, die ein erhöhtes Ruhe- und Strukturbedürfnis haben.
Aufgrund der überschaubaren Räumlichkeiten und der geringen Mitarbeiterzahl ist es hier möglich, jedem besondere Aufmerksamkeit zu geben. Dabei ist anzumerken, dass die Gruppenleiter, gerade im Hinblick auf die Produktion, nur so viel Hilfestellung anbieten wie nötig. Jeder Einzelne soll so viel Eigeninitiative wie möglich beweisen können. Die Gruppenleiter wirken lediglich unterstützend bei der Arbeit mit. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Betreuung, Pflege und Förderung der Mitarbeiter. Wir bieten jedem Mitarbeiter, je nach Leistungsfähigkeit, entsprechende Arbeitsangebote an. Hier ein Beispiel: Schrauben und Dübel miteinander verbinden. Hierfür benötigen einige Mitarbeiter Arbeitshilfen, die individuell angefertigt werden. Das Besondere an dieser Gruppe ist, dass hier die älter werdenden Mitarbeiter arbeiten und gefördert werden, die wir hier auf den Ruhestand vorbereiten. In unserer modernen Großküche produzieren 18 Mitarbeiterinnen unter Anleitung von zwei Gruppenleitern täglich etwa 400 warme Mittagsmahlzeiten. 80 davon gehen außer Haus zu unseren Wohnheimen und Kindertagesstätten. Unser Angebot umfasst neben normaler Kost auch Diät, vegetarische, Kinder- und muslimische Kost. Ich bin Ramona Bartels, wohne in Rees, bin 28 Jahre alt, arbeite seit 2001 in der Lebenshilfe, habe vorher auch in der Verpackung gearbeitet und bin jetzt in der Küche am Arbeiten. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich heiße Gisela Kartings und ich bin schon 30 Jahre hier in der Werkstatt. Und dann war ich in Elektro, Verpackung und danach bin ich hier in der Küche. Fast 30 Jahre. Macht Spaß. Ich bin Melina Jansen, bin 19 Jahre alt und ich mache hier in der Lebenshilfe ein soziales Jahr. Mich orientieren wollte für späteren Beruf und dann habe ich überlegt, ich hatte bereits schon mal im AGIF-Bereich mit einem Physiotherapeuten ein Praktikum gemacht und daher kann ich die Lebenshilfe hier auch schon und das hat mir auch viel Spaß gemacht und dann dachte ich, kann ich ja erstmal ein soziales Jahr machen, so zur Orientierung, ja, und letztendlich will ich das auch später in die soziale Richtung arbeiten. Wäscherei. In unserer hauseigenen Wäscherei waschen wir in 4 Industriewaschmaschinen über 100 Kilo Wäsche pro Woche. Hierzu zählt unter anderem die Arbeitskleidung unserer Mitarbeiter und Personaler sowie Wäsche für unsere Wohnheime und Privatpersonen. In unserer Verwaltungsgruppe werden allgemeine Büroarbeiten wie Drucken, Kopieren, Falten, Kuvertieren und Frankieren von Massendrucksachen, Scannen und Archivieren durchgeführt. Schreinerei. In unserer hochmodern ausgestatteten Schreinerei bringen wir Holz in jede erdenkliche Form. Hallo, ich bin Marc. Ich bin jetzt hier der Auszubildende. Seit 2011 ungefähr bin ich jetzt hier. Und hier kann man großformatige Platten sägen, die bis zu 4 Meter breit und 4 Meter lang. Kisten, Paletten, Gartenbänke und Möbelstücke sind nur einige Beispiele unseres Potenzials. Wir befinden uns hier jetzt im Bankraum des Holzbereiches. Vorbereitungsarbeiten zum Lackieren von den Buchenrahmen gemacht. Diese Buchenrahmen sind Preisschildrahmen, die nachher in Geschäften die Preise ausgezeichnet werden. Die werden hier geschliffen, nachher dann lackiert. Die werden hier montiert auch. Das ist praktisch der Bereich, wo alles nachher zusammengebaut wird und bearbeitet wird.
Garten- und Landschaftsbau. Michael Zarek, schönen guten Tag. Wir machen hier Häckselarbeiten. Das ist ein Häcksler. Da werden große Äste, so wie da, werden reingeführt und dann kommt da Hackpellets raus. Unsere Abteilung Garten- und Landschaftsbau stellt Tag für Tag ihren grünen Daumen unter Beweis. Private sowie Industriekunden nehmen unser Angebot gerne an. Die Arbeiten, die wir so durchführen, aber die täglichen Arbeiten, so im Sommer, Rasenmähen, Unkrautpflege, quasi Beete sauber machen, Heckenschnitt. Elektromontage. In unserer Elektromontage produzieren wir unterschiedlichste Produkte. Hier findet die Vormontage der einzelnen Baugruppen der Leuchten statt. In diesem Fall eine hochmoderne Leuchte mit LED-Leuchtmitteln. Hier werden die einzelnen Module über Schrauben an den Kühlkörper befestigt, um einen guten Wärmeübergang zu gewährleisten. Komplettiert wird das Modul jetzt mit einer Linsenoptik und einem Aufliegerahmen. Eine Knickschutztülle wird noch anschließend übergestreift, um die Leuchte wasserdicht zu machen. Die Prüfung umfasst zum Beispiel Schutzleiter, Isolationswiderstand, Funktionsprüfung und Hochspannungsprüfung. Auf dieser Maschine werden die Kabel abgelenkt und abisoliert. An dieser Station werden die vorbereiteten Kabel tauchverzinnt und am anderen Ende mit einer Aderendhülse versehen. An unseren ESD-gerechten Lötarbeitsplätzen werden Hochleistungs-LED-Module jetzt mit den vorbereiteten Kabeln versehen und anschließend getestet. In unseren Werkstätten montieren wir nicht nur Elektrokomponenten, wir demontieren sie auch. Das Elektro-Altgeräte-Gesetz schreibt vor, dass gebrauchte Elektrogeräte wieder in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden müssen. Hier wird eine Anschlussschiene demontiert und nach einzelnen Wertstoffen separiert und so dem Kunden zurückgeliefert und dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt. Metallabteilung. In unserer Metallabteilung bringen wir Blech in Form. Modernste CNC-Maschinen unterstützen hier die Fertigungsprozesse. Viele der eben gesehenen gestanzten Teile werden auf dieser Gesenkbiegepresse nochmal umgeformt. Unser Fachpersonal nimmt die Einstellung einer Maschine vor, damit die Mitarbeiter später den Prozess komplett für sich beherrschen können. Die Teile werden in der Zwischenkontrolle noch einmal vermessen, um zu sehen, ob sie absolut zeichnungskonform und passgenau sind. Wir befinden uns hier im Lager der zentralen Warendrehscheibe der Werkstatt. Ich heiße Klaus Arendt und ich fahre jetzt mit dem Stapler hier. Ich bin 41, ich habe bei der Lebenshilfe, bin ich 20 Jahre und war noch in der Verpackung und Lager, Schlosserei, Elektro und so und in der Holzhütte. Ich habe den Stapler gemacht. Ich fahre mit dem kleinen Stapler und ich fahre auch mit dem großen Stapler und den Riesen. Ich arbeite für Schreinerei und Lager arbeite ich noch dazu und so. Und Spaß macht mir das. Warenanlieferung von einem unserer größten Kunden.
Jeden Tag kommt so ein Fahrzeug in aller Regel voll beladen hierhin und fährt voll beladen auch wieder zurück. Unser Mitarbeiter hat nach einer dreijährigen Ausbildung seinen Staplerschein bei uns erworben und hat sich in der Vergangenheit als extrem umsichtiger Fahrer erwiesen. Lebenshilfe Unterer Niederrhein e.V. Was vor genau 50 Jahren mit einer Handvoll Mitarbeitern und dem Bau von Puppenstuben begann, ist heute zu einem mächtigen Wirtschaftsunternehmen angewachsen. Etwa 850 Menschen mit unterschiedlichster Behinderung finden hier und heute ihren Arbeitsplatz. Warum sollte ein Kunde zur Lebenshilfe kommen? Qualität und Professionalität haben einen Namen: die Lebenshilfe Unterer Niederrhein. Fordern Sie uns heraus.